Es ist der Internationale Frauentag im Jahr 2020. Ich möchte heute nicht darüber reden, was wir alles brauchen, um Frauen die Möglichkeiten zu geben, die Männer heute schon haben, sondern ich möchte darüber reden, was wir nicht brauchen. Was wir nicht brauchen in der Debatte, was wir nicht brauchen in den Köpfen, das ist meiner Meinung nach die Beurteilung, vielleicht sollte ich auch sagen, die Verurteilung von den verschiedenen Modellen der Vereinbarkeit vom familiären Wünschen und Zielen und beruflichen Wünschen und Zielen. Es gibt so viele Meinungen da draußen. In den letzten Tagen habe ich hier auf LinkedIn so viel Unterschiedliches gelesen und bei manchen Dingen, ehrlich gesagt, mir sträuben sich die Nackenhaare. Ja, die bösen Väter, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, die karrieregeilen Frauen, die unbedingt beruflichen Erfolg haben müssen, obwohl sie doch eigentlich Kinder haben, die Omas und Opas, die lieber auf dem Golfplatz stehen, statt sich um ihre Enkel zu kümmern, die schlechten Kitas, die wunderbaren Privatschulen und so weiter und so fort. Es ist haaresträubend meiner Meinung nach. Aus meiner ganz persönlichen individuellen Sicht kann ich sagen, wir haben im Laufe der Zeit mit Kindern, meine Kinder sind jetzt 11 und 13, wir haben verschiedene Modelle durchgetestet, mein Mann und ich. Es war mal einer Vollzeit berufstätig, einer Teilzeit. Wir haben im Moment noch und hatten lange Zeit schon eine Kinderfrau. Es gab aber auch mal kein Geld für eine Kinderfrau, da war es der Kindergarten. Omas und Opas haben uns unterstützt und so weiter und so fort. Heute sind wir in einem Modell, beide in Teilzeit, mein Mann angestellt, ich selbstständig und für die Nachmittage, an denen wir beide eingespannt sind, ja, da ist auch noch eine Kinderfrau da. Ist das noch das Modell der kommenden 3 Jahre? Das weiß ich nicht. Das werden wir dann entscheiden, wenn es soweit ist. Denn Lebenssituationen verändern sich, Menschen verändern sich, Wünsche und Bedürfnisse verändern sich. Und deswegen finde ich diese Verurteilung von dem Modell als falsch und eine Glorifizierung von dem Modell als richtig, die finde ich in dieser ganzen Vereinbarkeitsdebatte furchtbar, furchtbar unnötig. Lasst uns daran arbeiten, was wir tun können. Lasst uns Möglichkeiten überlegen, denken und schaffen. Und lasst uns nicht übereinander urteilen, wer jetzt das richtige und wer das falsche Modell hat.